Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Corona Academy. In der Weimarer Republik spielten sich von Beginn an ganz erbitterte Kämpfe zwischen den unterschiedlichen politischen Lagern ab. Bis heute spricht man von Weimarer Verhältnissen, wenn man Sorge oder Kritik ausdrücken möchte an ganz unübersichtlichen Verhältnissen oder Chaos, was bis hin zu politischer Gewalt auch führt. Und eine ganz zentrale Rolle spielten dabei in Weimar die Parteien. Denn sie repräsentierten die politischen und weltanschaulichen Lager der Bevölkerung und zweitens sind sie zu wichtigen Teilen so etwas wie die Ahnen der Parteien heute. Es gab zwar einige mehr, aber ganz besonders wichtig sind diese sieben hier. Im Reichstag saßen sie, so ähnlich wie heute auch, vom Rednerpult aus gesehen von links nach rechts sortiert. Fangen wir mal links an. Da sehen wir als erstes die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands. Sie wurde zum Jahresbeginn 1919 gegründet von Mitgliedern aus dem radikal linken Flügel der SPD, welche die russischen Bolschewisten als ihr Vorbild ansahen. Und seit 1923 befand sie sich auf radikal antidemokratischem Kurs. Wichtige Vertreter waren Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die waren in der Frühphase ganz wichtige Vertreter der deutschen Linken. Sie wurden in der Spätphase der Novemberrevolution von rechtsextremen Soldaten umgebracht. Später wurde dann von Bedeutung Ernst Thälmann. Er war Vorsitzender der KPD und brachte die Partei auf einen stramm Moskau-treuen Kurs. Unter seiner Leitung konzentrierte sich die KPD vor allem auf die Bekämpfung der SPD und nannte deren Mitglieder, so wie Stalin auch, Sozialfaschisten. Eine Verwandtschaft oder eine Nachfolge sogar besteht heute zur Partei Die Linke, welche ja sogar in Berlin noch im Karl-Liebknecht-Haus residiert. Auch auf der linken Seite des Parteienspektrums saß die SPD, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Sie wurde 1875 gegründet, die ersten Vorläuferparteien sogar schon 1863. Sie stellte damals die marxistische Antwort auf die soziale Frage dar und war die politische Vertretung der deutschen Arbeiterbewegung. In der Weimarer Republik schuf sie gemeinsam mit bürgerlichen Parteien die parlamentarische Demokratie und war bis 1932 auch die stärkste Partei im Reichstag. Wichtige Vertreter waren beispielsweise Philipp Scheidemann. Der hat am 9. November 1918 die Republik ausgerufen. Friedrich Ebert, der erste Reichspräsident der Weimarer Republik. Oder in der Spätphase Otto Wels, der als Parteivorsitzender in seiner letzten Reichstagsrede die Ablehnung der SPD vom nationalsozialistischen Ermächtigungsgesetz begründet hat. Die SPD ist in dieser Reihe die einzige, die es heute noch unter dem gleichen Namen gibt. Jürgen Habermas, der deutsche Philosoph, hat mal gesagt, dass sie die einzige deutsche Partei ist, die ihren Namen behalten konnte, weil sie sich ihres Namens nie schämen musste. Leicht links von der Mitte finden wir weiter die DDP, die Deutsche Demokratische Partei. Sie war linksliberal, bürgerlich und vertrat ohne Wenn und Aber die parlamentarische Demokratie. Da sie im Laufe ihrer Zeit immer mehr Mitglieder verlor, firmierte sie ab 1930 als deutsche Staatspartei, hatte da aber nur noch wenig Einfluss. Wichtige Vertreter waren beispielsweise Walter Rathenau. Er war Außenminister und fiel 1922 einem rechtsextremen Mordanschlag zum Opfer. Auch ein wichtiges Mitglied war Theodor Heuss. Er war später in der Bundesrepublik Deutschland der erste Bundespräsident und Mitglied der FDP, jener Partei, die sich heute auch als Erbin oder Nachfolgerin der DDP auffasst. Ganz in der Mitte, passend zum Namen, finden wir die Deutsche Zentrumspartei. Sie wurde 1870 gegründet und war Vertreterin des politischen Katholizismus. In ihrer politischen Ausrichtung war sie, eben mittig und koalitionsfähig einerseits sowohl mit der SPD, aber auch mit liberalen und konservativen Parteien. In der Zeit der Weimarer Republik stellte sie insgesamt 5 von 12 Reichskanzlern, also eine ganze Menge. Und bekannte Mitglieder waren beispielsweise Matthias Erzberger. Er war Vizekanzler und fiel ähnlich wie Walter Rathenau schon 1921 einem rechtsextremen Mordanschlag zum Opfer. Oder die späteren Reichskanzler Heinrich Brüning und Franz von Papen, der trat aus der Partei aber 1932 aus. Mitglieder der Zentrumspartei fanden sich nach 1949 vor allem in der CDU bzw. teilweise auch in der FDP wieder. Also im liberal-konservativen Spektrum. Rechts oder irgendwie konservativ von der Mitte finden wir weiter die DVP, die Deutsche Volkspartei.
Sie wurde unterstützt von der Schwerindustrie und war eine klassische Vertreterin des Besitzbürgertums und befand sich am Anfang auf Distanz zur Demokratie. Das änderte sich später unter ihrem ganz wichtigen Mitglied Gustav Stresemann, der als ganz bedeutender deutscher Staatsmann die Geschicke Deutschlands bis 1929 zu seinem Tod lenkte. Im späteren Verlauf verlor die DVP viele Stimmen an die DNVP, mit der wir uns gleich beschäftigen. Heute entspricht die CDU oder die CSU am ehesten dem inhaltlichen Profil, aber 1:1 gleichsetzen kann man das sicherlich nicht. Jetzt kommen wir langsam auf der ziemlich rechten Seite an und damit bei der DNVP, bei der Deutsch-Nationalen Volkspartei. Sie wurde 1918 gegründet und war streng konservativ und radikal monarchistisch. Das heißt, ihre Mitglieder und Wähler konnten mit der Demokratie eher weniger anfangen und sehnten vor allem den deutschen Kaiser wieder zurück. Mitglieder der Partei waren auch beim Kapp-Putsch, einem rechtsextremen Umsturzversuch 1920, involviert, was über die Haltung der Partei zur Weimarer Demokratie auch einiges aussagt. Ein wichtiger Vertreter war Alfred Hugenberg, Vorsitzender der DNVP und ein schwerreicher Unternehmer. Mit seinem Hugenberg-Konzern, das war ein Medienkonzern, zu dem unter anderem auch die Filmfirma UFA gehörte, kontrollierte er zum Teil die Hälfte der deutschen Presse und konnte dadurch wirksam nationalistische Propaganda verbreiten, die mit zum Aufstieg von rechtsextremistischen Parteien in der Weimarer Republik beitrug. Eine direkte Entsprechung der DNVP im Parteienspektrum der Bundesrepublik gibt es heute zwar nicht, aber man kann die DNVP wahrscheinlich mit ihrer politischen Grundausrichtung und dem Auftreten ihrer Mandatsträger mit Teilen der AfD vergleichen. Damit wären wir dann auch am ganz rechten Ende des Parteienspektrums der Weimarer Republik angekommen bei der NSDAP. Sie wurde 1919 als Deutsche Arbeiterpartei DAP gegründet und nannte sich dann ab 1920 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Sie war von Anfang an ein strikter Gegner von Demokratie und Sozialismus und sie war eine Heimstatt von Judenhassern, Antisemiten und stufte von Beginn an Gewalt als politisches Mittel ein. Der Hitlerputsch von 1923 war in dem Zusammenhang eine Art erste Visitenkarte. Wichtige Personen gibt es einige, allen voran ist natürlich Adolf Hitler zu nennen, welcher 1919 bereits in die Partei eintrat und 1921 ihr Vorsitzender wurde. Ebenfalls ein Nazi der ersten Stunde war Josef Goebbels, welcher in der Partei ab 1924 seinen Aufstieg nahm. Gibt es heute noch Parteien, die der NSDAP entsprechen? Erfolgreich und in Parlamenten wahrscheinlich eher nicht, aber die NPD oder andere diverse rechtsradikale Splitterparteien atmen noch ein Stück weit den Geist der NSDAP. Also, wir sehen, in der Weimarer Republik gab es viele politische Strömungen, viele standen in Distanz oder gar Ablehnung zur Demokratie. Sie tragen die Buchstaben der Firma, aber wer trägt ihren Geist, fragt dann auch eine bekannte Karikatur aus dem Jahr 1927. Auch wenn es die meisten der Parteien, die wir hier vorgestellt haben, heute unter diesem Namen nicht mehr gibt, sehen wir, die politischen Grundströmungen leben weiter und wir beginnen schon zu ahnen, dass es für eine Demokratie fatal werden kann, wenn die Parteien, die ganz wesentlichen Mitspieler, sich trotz ihrer inhaltlichen Unterschiede nicht auf grundsätzliche demokratische Spielregeln verständigen können.